Ich freue mich besonders, als Nicht-Historiker hier sprechen zu dürfen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich der Einzige war. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, aber zumindest einer der wenigen. Mein Thema ist ein kulturelles Erbe im Remix. Und ich möchte auch hier mit der wissenschaftlichen Tradition beginnen, einen Term erstmal ein bisschen mehr genauer anzuschauen, und zwar den Term des Remix. Was ist denn das? Was versteht man darunter? Und da ist natürlich klassisch, Remix ist zunächst erstmal die Neuabmischung eines Musikstils. Der Begriff kommt aus der Musik. Vor allen Dingen wird er momentan gebraucht in der elektronischen Tanzmusik, also im Techno, in der House Music, aber auch in der Black Music. Entstanden ist der aber schon in der Zeit von Disco Music, also schon viel, viel früher. Aber das sind jetzt so die beiden Strömungen, wo er sich heutzutage noch verwendet, sehr stark verwendet wird. Nun, ich möchte auch auf ein konkretes Beispiel aus dem Bereich der Musik eingehen, das ein wenig umstritten ist. Und zwar hat ein DJ mit Namen Danger Mouse ein Remix von zwei bekannteren Alben gemacht, und zwar von dem White Album von The Beatles und vom Black Album vom DJ Entschuldigung, und von dem Rapper praktisch, das war in Ordnung, weil der hat so gesagt, er stellt den Content frei ins Netz, damit es geremixed werden kann. Bloß natürlich hatte die Rechteinhaber des Beatles-Albums gewisse Probleme mit diesem Remix. Und das ist dann natürlich in der Webgemeinde sehr stark diskutiert worden und wurde dann auch über mehr oder weniger legale Kanäle wurde das Album noch weiter verbreitet und hat einen sehr großen Verbreitungsgrad bekommen. Danach wurde das Album, hat sich auch ein Musikpublisher praktisch diesem angenommen und hat das Album dann nach Abklärung der Rechte irgendwie auch kommerziell herausgebracht. Wir sehen also, Remix ist nicht immer ganz unproblematisch, wenn es um die Urheberrechtsfragen geht. Aber eigentlich ist Remix auch nichts so komplett Neues. Es gibt das Dubbing im Reggae oder auch Zitat vielleicht in der klassischen Musik, kann man auch als einen Remix bezeichnen. Alternativen Versionen eines Textes in der Literatur, Collagen nehmen auch vorhandene Inhalte und erstellen etwas völlig Neues. Und jetzt neu bei Webdiensten oder auch beim Film gibt es den Mashup. Gerade auf den Begriff des Mashups werde ich noch ein bisschen konkreter eingehen. Und zwar Mashups sind Web 2.0 mit offenen Schnittstellen praktisch. Also kann jeder praktisch dann diesen Dienst nutzen und kann auf der Basis von vorhandenen Diensten einen weiteren, völlig neuen Dienst erstellen. Der bekannteste Dienst, der so eine offene Schnittstelle bereitstellt, ist in allen bekannt, ist Google Maps. Und hier habe ich jetzt ein Bild von einem, kleinen Moment, jetzt will der dann nicht, von einem Beispiel. Und zwar ist das nimmt der Flugdaten von Flugzeugen und mappt diese auf Google Maps. Und ich kann dann praktisch den Flug von verschiedenen Flugzeugen live verfolgen auf einer Karte. Das Ganze, weil, wie gesagt, das Remixen wird halt auch immer interessanter, deshalb spricht Lawrence Lessig bereits von einer Remix-Culture. Also wirklich, oder auch, auch den Begriff einer Read-Write-Culture im Gegensatz zur bisherigen nur lesenden Kultur. Das heißt, man tut mit nicht nur Inhalte praktisch konsumieren, sondern jeder wird auch gleichzeitig wieder zum Produzenten, also lesen und schreiben. Das heißt, man kann wirklich sagen, es wird so ein bisschen was Trend, auf der Basis von bestehenden Inhalten etwas komplett Neues zu erstellen. Insbesondere natürlich, und das ist das der zweite Begriff, das Web 2.0. Ein Dienst, wo das sehr ständig eigentlich gemacht wird, ist der bekannteste und Sie alle kennen ihn, deshalb will ich nur ganz kurz etwas dazu sagen, ist YouTube.
Sie alle kennen YouTube, jeder kann drauf veröffentlichen. Das geht von Produktionen von mal eben schnell von eine Webcam gesetzt, ein paar Worte gesprochen, bis wirklich zur Produktion. Irgendwie professionelle Werbeclips werden da veröffentlicht heutzutage und es wird immer mehr auch professioneller eingesetzt. Von sehr unterrichtenden Videos bis zu sehr privaten. Wir sehen, wir haben ein sehr breites Spektrum auf YouTube und die Erschließung, das besorgen auch die Nutzer alleine. Sie verwenden sowas wie ein Social Tagging. Also vergeben freie Schlagworte, würde der Bibliothekar sagen. Und es sind sehr Originalproduktionen und natürlich auch, und da schlage ich die Brücke zum ersten Teil, dann natürlich Remixe. Und da möchte ich jetzt vier Beispiele zeigen. Das wird ein bisschen erst abstrakter, wo vielleicht der eine oder andere noch nicht so den direkten Zugang hat. Und es wird dann aber immer mehr anhand des nähert sich dann dem klassischen Kulturgut. Deshalb möchte ich anfangen mit einem Trend, der sind sogenannte Anime-Music-Videos. Das heißt, es werden von Anime-TV-Serien Ausschnitte genommen und die werden neu zusammengeschnitten, um praktisch zu einer bestehenden Musik ein neues Musikvideo zu erstellen. Und das wollen wir uns jetzt mal kurz. So viel kurz zu dem ersten Beispiel. Das zweite Beispiel ist vielleicht schon ein wenig zugänglicher. Das nimmt eine Musik, die Sie höchstwahrscheinlich alle kennen werden, von Lionel Richie und kombiniert die mit Inhalten aus Nachrichtensendungen. Nun, auch dieses Video ist natürlich rechtemäßig nicht ganz unproblematisch und Lionel Richie wurde im Nachhinein um die Genehmigung gefragt und er hat gesagt, nein, das möchte er nicht, weil... Sollte eigentlich. Es ist nicht lustig. Okay, nun, wie gesagt, wir nähern uns der klassischen Kultur immer mehr und wir kommen zu einem Video, das praktisch um die Europäer so ein bisschen das Projekt zu bewerben. Nun stellt sich natürlich die Frage, Nutzer möchten vielleicht auch so etwas machen, nicht nur Institutionen, die vielleicht die Power hinter sich haben und auch, dass Nutzer da ein Interesse dran haben. Dafür habe ich ein Beispiel gefunden. Also hier haben wir wirklich die klassische Kombination eines Remixes. Wir haben eine Musik, wir haben Bilder von Caspar David Friedrich, die in dem Video verwendet wurden. Und wir haben noch eine Veränderung der Bilder, weil es wurde auch noch Text auf die Bilder gelegt. Das heißt, auch diese Bilder wurden praktisch nochmal bearbeitet, wenn man so möchte. Nun habe ich mich mal ein Europäer begeben und dachte, ich bin jetzt mal ein Benutzer, der genau so etwas machen möchte und habe nach Bildern von Caspar David Friedrich gesucht. Nun, ich habe natürlich auch eins gefunden und denke, ich bin jetzt ein braver Benutzer, ich möchte mich an das Urheberrecht halten. Auf was stoße ich? Nö, darf ich nicht. Die Bibliothek hat alle Rechte. Und das Ganze, obwohl das Werk natürlich gemeinfrei ist oder Englisch sich im Public Domain befindet. Nun, wir können in diesem Fall wirklich Content, also Digitalisate, eigentlich zur Verfügung stellen. Es gibt aber oft einen Anspruch auf ein neues Copyright. Daher sind diese Inhalte eigentlich nicht remixable, sind für diese neue Form des Kulturschaffens nicht geeignet. Die Freiheit ist aber durchaus möglich, also dann können sich Bibliotheken nicht herausreden, die Verlage oder was weiß ich, sondern es ist einzig allein ihre eigene Entscheidung, weil die Inhalte sind eigentlich Public Domain. Nun habe ich für Sie die 1-Million-Euro-Frage, und zwar, wie können neue Rechte an Public Domain-Werken entstehen? A. Durch Fotokopieren.
B, gar nicht. C, durch Digitalisieren. Oder D, dadurch, dass ich das Werk alleine besitze. Nun, wie wir auch gestern in der Diskussion gehört haben, die klassische Antwort ist eine Kombination aus C und D, die wir allgemein zu hören bekommen. Ich besitze es allein, ich digitalisiere es, also habe ich die Rechte daran. Nun, meine Empfehlung ist natürlich ganz klar, oder auch die Überzeugung von Wikimedia ist, es geht gar nicht. Gut, das ist eine Sache, die wahrscheinlich irgendwann die Politik entscheiden muss. Ich kann hier keine absolute Antwort geben, was jetzt, ja, ich will jetzt nicht die Wahrheit hier setzen. Ich möchte das nur zur Diskussion anregen, dass wir eigentlich aufhören sollten, nicht nicht teilbaren, nicht wiederverwendbaren Content zu erzeugen. Nun, ich habe es ja auch schon bei der Podiumsdiskussion gestern kurz angesprochen, dass Public Domain Content in the analog world should remain in public domain in the digital environment. Nun, dass das Wikimedia fordert, ist ja recht klar, aber diese Forderung stammt wortwörtlich aus einem Papier der Europäischen Kommission in einem Staff Working Paper, das Kommentare zur Europäer enthält. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist der Titel Zugang zur kulturellen Erbe per Mausklick. Nun, das Ganze hat natürlich Folgen. Ich sehe das natürlich auch, es hat auch ein finanzielles Problem, ganz klar. Man hat sich darauf natürlich jetzt eingestellt, auf dieses Einkommen. Und da muss man natürlich, das muss man auch der Politik klar machen. Ich sehe durchaus, es ist nicht nur unproblematisch. Aber es kann halt, wenn wir dieses zulassen, so viel Neues entstehen, wie diese Filme. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt, was Nutzer damit machen können. Also Formen von Collagen und so weiter, digitale Collagen ist ein weiterer Aspekt. Und das Problem ist aber, dass Nutzer eben nicht immer fragen wollen. Und dazu habe ich noch einen Kommentar, auch in einem sehr kurzen Video von Yoga Benkler von der Yale Law School. People can take more of their cultural environment, more of the information environment, make it their own. Use it as found materials to put together their own expressions, do their own research, create their own communications, create their own communities when they need collaboration with others. Rather than relying on a limited set of existing institutions or on a set of materials that they're not allowed to use without going and asking, please, may I use this? Please, may I create? Nun, Nutzer wollen eben nicht immer fragen und wenn gerade, ich habe auch noch ein Beispiel, wenn Sie, wo es auch im wissenschaftlichen Kontext durchaus sehr interessant ist, unterhalten, wir alle sind Historiker, ich habe mich mit einer Freundin unterhalten, die Historikerin ist, die hat gerade ihre Dissertation geschrieben. Ich glaube, es war irgendwie über Medizin im Mittelalter und hat so auch auf sehr viele alte Abbildungen zurückgreifen wollen. Und ich glaube, die war über einen Monat oder noch länger nur mit der Erklärung der Rechte beschäftigt. Und dann habe ich sie gefragt, ja, und veröffentlichst du die Dissertation auch Open Access? Nee, das kann sie gar nicht irgendwie, weil die Bildrechte, weil das natürlich so eine komplizierte Sache ist. Und also behindert praktisch da die Forderungen der Kultureinrichtungen, das Open Access Publizieren von Dissertationen, was ich sehr, sehr schade finde. Wir haben es aber hier mit auch neuen Nutzertypen zu tun, und zwar mit Nutzern, die eine Kombination aus Konsumenten und Produzenten werden. Das sieht man auch so ein bisschen, wenn man sich so die Geschichte im Hardware-Bereich anguckt. Alle möglichen Geräte, wo es möglich ist, werden praktisch gehackt. Es gibt dann eine alternative Firmware, die ich mir da drauf spielen kann. Es gibt zum Beispiel fürs iPhone, dann kann ich beliebige Applikationen darauf installieren oder auch für die verschiedenen Versionen der Spielekonsolen, damit praktisch die
ja, so, man spricht auch von der Homebrew-Szene, also von den, und dann, dass Leute einfach selber Spiele und Programme sehr einfach zu Hause entwickeln können und das dann praktisch anderen zur Verfügung stellen, wie für diese Spielekonsolen, die sonst einfach eine sehr, dieses Problem dieser Verwertungskette, ich muss praktisch erst einen Spiele-Publisher finden, der meine, das dann auf diese kopiergeschützten CDs bringt, damit ich das dann eigentlich in dieser Spielekonsole abspielen kann. Und das möchten die Leute halt nicht mehr so gerne, sie wollen sich da nicht behindern lassen, sondern sie wollen ihre eigenen Inhalte praktisch da erzeugen. Ich komme also fast zum Ende, zunächst mit der Betrachtung digitale Kultur. Remix ist auf jeden Fall wird in Zukunft ein wichtiger Teil dieser digitalen Kultur sein und deshalb sollte das Gemeinfreie, das Public Domain auch wirklich Gemeingut sein, also allen zur Verfügung stehen, um daraus auch etwas Neues zu erzeugen. Und da ist eine Abgrenzung zwischen kommerziellen und nicht kommerziellen oft auch nur sehr, sehr schwierig zu leisten. Also wenn ich jetzt so ein Video erzeuge, dann ist es vielleicht noch nicht kommerziell, weil für mich selber, wenn ich das auf YouTube hochlade, bei Google Books wird ja immer gesagt, es ist kommerziell, weil Google verdient ja mit der Werbung Geld. Also ist es auf YouTube, gilt dann genau das Gleiche. Es ist also praktisch dann auch eine kommerzielle Verwertung von den Inhalten. Und aber obwohl es für den Nutzer selber nicht kommerziell ist. Also ich meine nur, dass da eine Abgrenzung zunehmend schwieriger wird bei solchen Online-Plattformen. Was ist eine kommerzielle Nutzung und was ist keine kommerzielle Nutzung? Und deshalb ist es eben besser, wenn es wirklich Public Domain ist, dann entstehen alle diese problematischen Fragen nicht und es kann viel einfacher wiederverwendet werden. Und unsere Nutzer müssen nicht zu Urheberrechtsexperten werden. Nun komme ich zu den letzten Punkten. So ein bisschen die Aufforderung an Sie, lernen Sie, Kontrolle von Inhalten auch loszulassen und dass daran auch etwas Neues mit geschehen kann. Denn das Web 2.0 lehrt eigentlich, das Beste geschieht unerwartet. Das ist nicht das, was man vorher geplant hat oder intendiert hat, also gesagt hat, ja, wenn ich das jetzt frei zur Verfügung stelle, dann wird demnächst das und das entstehen, sondern oft werden einfach Sachen ins Netz gestellt, also sowas wie Google Maps. Und Google hat am Anfang nicht erwartet, dass das überall auf allen Seiten wirklich implementiert wird und dass es überall so genutzt wird. Das war eigentlich nur ein Hobbyprojekt von einem Entwickler. Und erst als es dann so groß genutzt wurde, dann haben sie praktisch angefangen, da immer mehr Services drumherum aufzubauen. Neue Formen der Kultur erfordern halt auch neue Formen von Kultureinrichtungen. Deshalb öffnen sich der Idee der Remix-Culture und des Web 2.0. Vielen Dank.